Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt-, Energie-, Arbeitsschutz- und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Heute möchte ich Ihnen die Carbon Leakage Verordnung vorstellen. Diese Carbon Leakage Verordnung geht zurück auf das Brennstoffemissionshandelsgesetz aus dem Jahr 2019. Dieses wird auch kurz BEAG genannt. Mit diesem wurde ja in Deutschland ein nationaler Emissionshandel für Brennstoffe eingeführt. Betroffen sind Brennstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas, die nicht dem EU-Emissionshandel unterliegen. In erster Linie trifft das BEAG die Händler, denn die müssen, wenn sie solche Brennstoffe verkaufen, Zertifikate für das bei der Verbrennung entstehende Kohlendioxid erwerben. Aber die Händler werden die Mehrkosten ja auf die Brennstoffpreise umlegen. Und das war ja ursprünglich auch der Sinn der Sache, denn man wollte die Nutzung fossiler Brennstoffe teurer machen, um einen sparsamen Umgang damit anzuregen bzw. erneuerbare Energieträger zu fördern. Ja, aber eine solche Verteuerung hat unter anderem den Nebeneffekt, dass sie potenziell die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen gefährdet, die im internationalen Wettbewerb stehen, oder dass Unternehmen sich überlegen, dann doch lieber ihre Produktion in Länder zu verlegen, wo es keinen solchen nationalen Emissionshandel und damit keine solche Preisaufschläge gibt. Diese Verlagerung nennt man Carbon Leakage, weil der Kohlendioxid dann eben nicht mehr in Deutschland, sondern in anderen Ländern freigesetzt wird. Um das zu verhindern, wurde in dem BEAG der Bundesregierung eine Verordnungsermächtigung gegeben, erforderliche Maßnahmen festzulegen. Und genau das ist passiert mit der Carbon Leakage Verordnung, die am 21. Juli 2021 erlassen wurde. Diese enthält zunächst einmal einen Verweis auf finanzielle Unterstützung für klimafreundliche Investitionen, die eben oft auch zu einer Einsparung von fossilen Brennstoffen und damit geringeren Brennstoffpreisen führt. Da verweist die Verordnung allerdings auf bestehende Förderprogramme, enthält also nichts Neues. Neu ist dagegen die Möglichkeit, eine Beihilfe zu beantragen. Diese Möglichkeit gibt es für Unternehmen, die einem Wirtschaftszweig angehören, der in Tabelle 1 und 2 der Anlage zur Carbon Leakage Verordnung aufgenommen ist. Das sind mehr oder weniger die Sektoren, die auch dem EU-Emissionshandel unterliegen. Damit sollte sozusagen eine Waffengleichheit erreicht werden zwischen den Unternehmen, die dem EU-Emissionshandel unterliegen und die, die ihm nicht unterliegen. Und daneben ist aber auch möglich, dass auf Antrag von Unternehmenszusammenschlüssen oder Interessensverbänden Sektoren nachträglich anerkannt werden. Also, wer zu diesen Unternehmen gehört, kann beim Umweltbundesamt als zuständiger Behörde einen Antrag auf eine Beihilfe stellen, muss dazu aber zunächst einmal Gegenleistungen erbringen. Die Antragstellung war schon möglich ab dem Jahr 2021. Die Gegenleistungen treten 2023 in Kraft. Dann muss nämlich ein seit dem 1. Januar 2023 betriebenes Energiemanagementsystem nach ISO 50001 oder ein Umweltmanagementsystem nach EMAS-Verordnung nachgewiesen werden. Für kleinere Energieverbraucher, kleiner heißt bis 10 Gigawattstunden fossile Brennstoffe pro Jahr, reicht es auch aus, wenn man ein nicht zertifiziertes Energiemanagementsystem nach ISO 50005 und dort mindestens Stufe 3 betreibt oder an einem Energieeffizienz- oder Klimaschutznetzwerk teilnimmt. Weiterhin muss man Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz durchführen, die im Rahmen des Energiemanagementsystems oder der Alternative identifiziert worden sind und wirtschaftlich durchführbar sind. Die Wirtschaftlichkeitsbewertung muss nach DIN EN 17463 aus dem Jahr 2020 durchgeführt werden, allerdings mit einigen besonderen Regelungen.
die man dann in der Verordnung selber nachschlagen muss. Die könnten Sie sich eh nicht merken, wenn ich sie hier erzähle. Ja, und die Investitionssumme für diese Investitionen muss übergangsweise für die Jahre 2023 und 2024 mindestens 50%, ab 2025 mindestens 80% der Beihilfesumme beantragen. Nachlesen in der Carbon-Leakage-Verordnung kann man dann auch, wie die Höhe der Beihilfe errechnet wird. Die hängt ab von der Emissionsmenge, von dem sektorspezifischen Kompensationsgrad. Der ist auch in der Anlage zur Carbon-Leakage-Verordnung aufgeführt und dem Preis der Zertifikate, der sich ja im Laufe der Jahre verändert. Die Antragstellung ist jeweils bis zum 30.06. des Folgejahres möglich. Für das Jahr 2022 muss der Antrag beim Umweltbundesamt also bis 30.06.2023 gestellt werden. Und dieser Antrag muss eine Bescheinigung eines Wirtschafts- oder Buchprüfers enthalten, der die Richtigkeit der Angaben bestätigt, mit Ausnahme des Betreibens eines Energiemanagementsystems, das durch ein entsprechendes Zertifikat nachgewiesen werden muss. Ja, soweit dieser kurze Einblick in die Carbon Leakage Verordnung. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.